Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht auch natürlich hier weiter, nicht nur Interviews, das war nur ein kleiner Einblick in das, was die Sportstadt Düsseldorf so alles vorhat. Ich hoffe, es war dennoch interessant für Sie, auch wenn es trocken war. Jetzt wird aber gleich wieder anders. Sie sehen wieder einmal ein paar weiße Anzüge vor sich. Das ist aber nicht die Judo, sondern das ist Aikido. Aikido. Und wer mal, heute kann man ja alles googeln und sonst wie nachgucken, Wikipedia. Das heißt, Aikido übersetzt wird eine betont defensive Kampfkunst, die die Angriffskraft des Gegners ausnutzt. So, das wird uns jetzt mal die Aikido-Schule Asai demonstrieren und den fachlichen Kommentar und die Anleitung, das macht wie jedes Jahr Dieter Lübcke. Ich übergebe das Mikrofon. Viel Vergnügen. Gruppe, bitte als erstes auf die Matte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr alle da seid. Und das Wetter ist auch gut. Nur, fängst du mit an? Wir sehen die Schüler von Meister Asai. Ist halt jemand, der damals von Japan nach Deutschland gekommen ist und das Aikido hier eben auch groß gemacht hat, damit angefangen hat und seit 40 Jahren in Düsseldorf auch ein Dojo betreibt. Ja, und das sind jetzt alle Schüler von klein, so um die 10 Jahre, ist der Jüngste oder die Jüngste. Und der Älteste. Scheiße, das hätte ich sein. Ja, wir fangen dann mit einem kleinen Gymnastikprogramm, dass der Körper gedehnt ist und das auch diejenigen, die an dem Training teilnehmen, so langsam das Gefühl haben, sind jetzt auf der Matte, da herrschen doch etwas andere Bedingungen und andere Vorgehensweisen. In der japanischen Kultur ist halt diese Knietechnik sehr wichtig, wird viel trainiert auf den Knien, sich zu drehen, auf den Knien, sich zu bewegen. Das kommt noch aus der alten Samurai-Zeit, wo Leute in Teehäusern oder wo auch immer saßen und auch teilweise mit Angriffen zu rechnen hatten und dass man da nicht erst mühselig aufstehen muss, sondern direkt aus dem Sitzen heraus loslegen kann und die Kraft des Partners aufnehmen. Das ist alles noch Gymnastikprogramm. Sehr wichtig, das Rollen, das werden wir später auch noch sehen, dass man dem Wurf eines Partners Folge leistet. Und dadurch werden die Gelenke nicht so verbogen oder gehen kaputt, wie sie es würden, wenn der andere darauf nicht rollen würde. Ja, das zu üben ist sehr wichtig und es macht eben auch Spaß, dann mal ein bisschen die Flugrolle zu machen, weiterzuspringen. Und wie ich letztes Mal auch schon gesagt habe, sehr alltagstauglich, wie man mal so einen Lenker absteigen muss beim Fahrradfahren. Absolut toll, da eine Rolle hinzukriegen. Das, was Sie sehen bei dieser Rolle, sehr, sehr wichtig, niemals sich den Kopf aufzusetzen, sondern über die Teile des Körpers zu rollen, wo die Muskulatur das auch weich auffangen kann, ohne dass irgendwelche Knochen dabei zu Bruch gehen.
Frau. Ja, das ist das Rolltraining. Im Wald oder im Kopf, schnell. Ja, wird das auch das reine Luftgeschmack wird. Jetzt haben die ersten Trainingsübungen an Techniken, die von dem Lehrer gezeigt werden, vorne mehrmals oder zweimal, das ist ganz verschieden. Und das würden dann gleich die Schüler nachmachen. Ja, kennen wir. Und man gibt sich hier die größte Mühe zu sehen, was da vorne passiert ist. Der Trainingsablauf sieht so aus, dass jeder zwei oder viermal angreift und dann eben zwei oder viermal die Verteidigungstechnik macht. So hat jeder eben beide Teile zu können, muss sowohl Upimi nehmen, das heißt, dass er fallen können muss, oder eben muss auch der Angreifer der Verteidiger sein können, um diese Techniken auszuführen. Der Schlag ist entsprechend stark, je nachdem wie eure Partner oder wie die Partner so drauf sind. Ansonsten nach dem Schlag gibt der andere sehr schnell nach, weil diese Technik darauf aus ist, einfach den Arm oder den Fuß oder den Schläger wird, das eben zu brechen oder empfindlich zu verletzen. Ja, die freie Rolle in der Luft. Es sieht aus wie eine kleine Rolle, nur dass der Boden ganz plötzlich dann ankommt. Und das ist eben die Form, wie das Handgelenk, das eigene Handgelenk von demjenigen, der gerade geboxt hat, wie sich das wieder entschwirbelt. Ansonsten würde das Handgelenk oder wahrscheinlich der Unterarm brechen. Können wir sehen, die Verteidiger gehen aus dem Schlag raus und benutzen diese Energie des Schlages, um das in den Kreis zu bringen. Daraus wird dann der Wurf gemacht. Was dazu kommt, ist auch immer so ein gegenseitiger Respekt. Die Leute gehen nicht miteinander um, hauen sich nicht den Kopf nach hinten. Und diejenigen, die werfen, merken ja sehr schnell, wie gut kann mein Partner fallen, wie sehr kann ich das durchziehen oder wie locker führe ich diese Kraft weiter. Ja, vielen Dank für die jugendliche Gruppe. Das habt ihr super toll gemacht. Ja, ihr geht dann bitte von der Matte.
Das Kindertraining ist noch zu sagen, das ist ein sehr starkes Gymnastikprogramm. Es ist sehr, sehr anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Und wer das nicht gewohnt ist, nicht dann direkt tierische Muskelkater. Also wir haben schon mal Gäste da, aber die üben üblicherweise so circa 4 Wochen vorher bei sich in Dojo, um dann dieses Programm mitmachen zu können, damit nicht der Körper nur starr und stark ist. Gut, wir fangen jetzt mit der ersten Erwachsenengruppe an. Im Aikido gibt es immer eine Zusammenstellung von schnellen und langsamen Bewegungen. Die beiden, die jetzt anfangen, machen bestimmte Grundtechniken in Zeitlupe, auf jeden Fall in sehr langsam. Was dabei rauskommen soll, ist, dass der Angreifer die Kraft schickt und die Verteidigerin diese Kraft aufnimmt und in Kreise und Spiralen führt und jetzt zunächst als ein Gymnastikprogramm den Körper dehnt. Das heißt, eine lange Linie von dem gestreckten Bein bis zum gestreckten Arm nach oben für den Angreifer. Da ist die erste Bewegung, Spiralen nach vorne. Der Angreifer gibt den Schwung in der Hüfte nach und lässt sich dann dehnen und den Arm in die Strecken durch den ganzen Körper bis nach vorne. Das gleiche werden jetzt zwei Gruppen im Schnellmachen in verschiedenen Angriffsformen. Das kann kurz oder auch länger sein, je nachdem, was man da so vorhat. Die beiden Damen links machen die zweite Form, das ist Yakuhami, und rechts die Männer. Fünfte Form, Shomenuchi, eben wichtig aus dem Schlag auszugehen und daraus den Ohr zu fabrizieren. Ja, danke sehr. Her, die von Daniel geführt wird, der geht wieder aus der Linie raus. Und der Wurf passiert aus der ganzen Körperdrehung. Es ist nicht nur, dass die Arme scharf sind, sondern wir setzen den ganzen Körper ein, um daraus auch eine Kraft aus dem Bauch, aus der Mitte heraus, bis nach außen zu lenken. Das wäre der Schwung des Werfens, was jetzt eben noch die Dehnung darstellt. Und wieder in Zügig bitte. Beide Arme, der ganze Körper ist an der Bewegung beteiligt. Es ist nicht nur die Hand, die fest greift, die stark ist, sondern die andere Hand und der ganze Arm hat genauso viel Schwung da drauf. Und da sehen Sie sehr schön diese Verzwirbelung des Arms. Man kann sich gleich vorstellen, wenn das eben zügig und knackig kommt, dass das schon ziemlich wichtig ist. Was Sie nicht sehen, ist, dass diese ganzen Techniken praktisch mit einer Ausatmung ausgeführt werden. Die Atmung wird dabei sehr, sehr groß geschrieben. Bitte in schnellen Gruppen.
Ja, Kraft soll fließen. Bewegung entsteht aus der Mitte. Es gibt vielleicht so einen Schüttelreim oder einen Satz, dass wenn die Füße sich richtig bewegen, dann wird die Übung schnell. Wenn die Hüfte sich richtig bewegt, dann wird die Übung scharf. Und wenn dann die Arme noch festhalten, dann wird es rau sein. Weil das tut dann weh. Wir bewegen uns meistens schnell und scharf. Das stark aufnehmen ist kein Blockieren, sondern da, wo der Schlag noch nicht volle Kraft hat, da wird es in die andere Richtung umgelenkt und dadurch muss der Partner auch nach unten gehen. Ja, danke sehr. Der Angreifer schickt seine Kraft, läuft seine Kraft hinterher, ohne stehen zu bleiben. Die wird darüber dann in diese Kreisbewegungen reingeführt und als Dehnung halt den Körper, die ganze Hüfte, der Körper wird gestreckt, alle Muskeln werden benutzt, gedehnt und haben was zu tun. Vorhin der gestreckte Arm nach vorne, das wäre ein Atemie, was wieder aus der Hüfte herauskam und nicht nur aus dem Arm. Die Gruppe bitte. Dieser Wurf ist jetzt ein langer Hebel mit dem gegriffenen Arm. Darüber können dann die Angreifer sehr gut eine Rolle vorwärts machen und gehen in dieser Kraft nach. Stehen bleiben hieße da, dass der Arm ausgeführt wird. Ja, danke sehr. Ja, das war jetzt die erste Sequenz von langsamen und schnellen Bewegungen, wie sich so ein Training aufbaut. Die nächste Gruppe bitte. Die nächste Gruppe, ja. Danke bitte an. Alle Aikido-Techniken können auch ineinander sich verwoben dargestellt werden. Es geht eigentlich immer darum, diesen Kraftfluss am Leben zu erhalten und daraus diese Würfe zu machen. Ohne dass da gezogen oder gezerrt wird, sondern es ist nur diese Kraft, die geschickt wird. Und die lenken diejenigen um, die in der Mitte stehen und die Techniken machen. Aikido hat im Prinzip 9 verschiedene Grundtechniken und daraus baut sich praktisch dieses ganze Firmament
von Möglichkeiten, Techniken auf, aus verschiedenen Angriffsformen, aus verschiedenen Kräften, die je nachdem auf einen einpassen und was dann eher als eine Angriffsform auch vorgegeben wird. Zu allen Budo-Sportarten gehören Schwert, Stock, Messer, also Waffen. Die Idee von jedem Kampfsport ist es eigentlich, was mache ich, wenn ich keine Waffe habe und der Angreifer hat eine Waffe. Hier wird jetzt allerdings gezeigt, dass derjenige, der den Stock anbietet, die längere Energiebahn führt. Das heißt, es geht jetzt gar nicht darum, einen Angriff abzuwerfen, sondern die Angreifer schicken ihre Kraft und das wird sich über den Stock fortsetzen, sodass man sich gegenseitig mit der Mitte auch berührt und darüber die fließende Kraft weitergibt. Eine sehr schwierige Übung, weil die Techniken muss man sich auch vorstellen können und wissen, wo es hingeht und darüber dann wieder eine fließende Kraft zu entwickeln, ohne mit großer Kraft heranzugehen. Wir sehen hier auch so den Unterschied zwischen langen, weiten führenden Bewegungen, mit langen Radverbleiben oder eben kurz und knackig. Es geht immer darum, die Mitte des Kraftes zu berühren, um damit den auch leichter zu Fall zu bringen oder auch wackeligen Posten zu haben. Und beide bewegen sich miteinander. Wir haben eigentlich den Begriff von Gegner gar nicht, sondern wir bewegen uns mit Partnern, was auch immer sehr viel Vertrauen voraussetzt, weil man kann sich sehr empfindlich verletzen und darum müssen beide schon sehr aufpassen, dass da nicht irgendwas kommt. Ja, danke sehr. Die nächste Gruppe bitte. Nee. Das sieht man schon, das ist fair. Schwierigere Angriffsformen, daraus Würfe zu machen, alte Techniken. Und es ist bei uns auch ganz üblich, dass Männer sich mit Frauen bewegen. Und meistens haben Neue, die zu uns kommen, eher Angst vor den Frauen, weil die merken gar nicht, oder die merken dann sehr schnell, wie stark sie sein können. Es geht immer mehr um den Schwung, viel weniger um die Kraft. Und diejenigen, die werfen, schützen auch die Partner, die Angreifer, damit man da auch seine Rolle hinkriegt und sicher auf dem Boden kann. Das ist immer das Prinzip, aus der Linie rausgehen und aus dem Kreis heraus eine Kraft auf den anderen zu geben oder zunächst mal nicht mit rechnen und somit dann auch die Mitte zu berühren. Ja, danke sehr. Zum Abschluss haben wir noch die Frauen miteinander. Bitte die Damen auf die Plätze. Das ist jetzt ein freies Training.
bisschen zum Warmwerden, zum Ankommen, locker werfen, Kraft aufnehmen, schwingen lassen, auch ein bisschen Spaß haben. Ich glaube, Aikido ist so der einzige Kampfsport, wo auch auf der Matte gelacht wird. Teilweise deswegen, weil man die Bewegung nicht so hinkriegt, aber auch deswegen, weil man Spaß daran hat, den anderen toll geworfen zu haben. Diejenigen, die hier so trainieren, machen seit ca. 30, manchmal 40 Jahren Aikido. Ja, es ist ein schöner Freizeitsport. Ja, danke sehr. Und die Männerrunde bitte. Die Idee bei Aikido ist, dass letztlich der Angreifer ist der Starke und der Verteidiger ist der Schwache. So nimmt jemand, der eigentlich nicht die Kraft hat, sich dagegen zu stellen, die Kraft auf und daraus die Würfe und alte Techniken zu machen. Im Geüben ist es, die Bewegung lang auszuführen, um sie auch im eventuellen Ernstfall in sehr kurzer Präzision hinzukriegen und trotzdem den gleichen Effekt zu haben, an der starken Kraft vorbeizugehen und das eben in die Erde zu lenken oder zu einer Haltetechnik zu bringen. Ja, danke sehr. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben alle noch einen schönen Abend, tolles Feuerwerk und viel Spaß. Ja, bleibt einen ruhigen Moment noch sitzen. Was ich so toll finde immer am Aikido, das muss ja eigentlich jedes Mal loswerden, ist, und dazu haben die ja wahrscheinlich schon lange, lange trainiert, ist diese geschmeidige Bewegung, dieses wirklich so fließend ineinander übergehen und das Abrollen. Also ich kann Ihnen nur gratulieren zu betreiben dieser Budo-Technik und die machen das für meine Begriffe und die kommen selbst aus dem Sport hervorragend.